Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banished. Diesmal habe ich sogar die Aufnahmetaste gefunden. Oh, ich ärgere mich immer noch maßlos. Eine Stunde verschwendet für nichts, ey. Eine Stunde verschwendet für nichts. Na gut, ich habe ein cooles Spiel gespielt, das ist ja wahr. Aber ich dachte, ich produziere ein bisschen vor. Dass ich das dann auch nächste Woche, also dass ich die zwei Spiele auf dem Laufenden halten kann. Ja. So, jede Menge Brücken, jede Menge Probleme, weil unsere Lagerhäuser sind bis zum Rand voll. Alle. Pro Ding. Na, ich weiß auch nicht, welche Storage Capacity die haben. Gut, hier oben werden jetzt gleich die Gatherer und so weiter dann ihr Zeug hinschaffen. Das ist gut. Das ist ein Hunter, das ist ein Gatherer. Das heißt, ich kann hier oben auch noch einen platzieren. Wenn ich denn wollte, weil die... Die sind echt gut, die Gatherer. So, aber erstmal brauchen wir einen Woodcutter. Das haben wir ja letztes Mal schon rausgefunden. Also lassen wir uns erstmal einen Woodcutter bauen, weil das mit dem Feuerholz wird immer schlechter. Tja. Passt bloß nirgendwo mehr hin. Ich könnte in den Herbalist. Der funktioniert da sowieso nicht. Da die Leute auch zu dem ständig hinrennen, ich müsste wahrscheinlich... Ich mache die mal zu Heimatlosen. Warte mal. Machen wir es mal so. Wir reißen. Ich bin richtig. Wir reißen die Leute hier ab. Um dann... Da können wir nichts mehr bauen. Um die dann hier wieder anzusiedeln. So, bis zum Winter müssten die ja auch wieder ein Häuschen haben. So. So, machen wir noch ein Bild daraus. Weil wir brauchen die Häuser ja wieder. Wir wollen hier auch noch einen Trading Post errichten. Gatherer sind voll. Farmer. Natürlicher Tod kommt dazu. Natürliche Tode hier? Na, eigentlich noch nicht. Mord und Totschlag gibt es in diesem Spiel zum Glück nicht. Das ist ganz gut. Wie ich finde. So. Das ist auch ganz gut. Das Ding ist auch schon wieder zu 30% voll. Wir performen wie Sau, sage ich euch. Beziehungsweise unsere kleinen Freunde hier. Was? Wo ist er denn? Da ist er, der Herbalist. Eigentlich muss der mit in den Wald, aber wenn die dann da alle wieder hinrennen, das ist so weit abseits. Das bringt mir wieder die komplette Ökonomie durcheinander. Erstmal hin. Und ich versuche jetzt auch ein paar Arbeiter in der Hinterhand zu halten, um diese natürlichen Todesfälle und so weiter hier auszugleichen. Weil unser Völkchen, wie man sieht, wird älter. Das heißt, wir haben dann so einen Generationswechsel auch schon ein bisschen mit drin. Und dieser Fischer da in der Mitte, der einfach überhaupt nicht springt, aber na, was soll jetzt? Ist ja nur noch einer. Einer produziert die Hälfte von dem, was vier produzieren. Das ist so unglaublich blöd. Vielleicht liegt das auch daran, dass es nur so ein kleines Flüsschen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde hier oben viel besser funktionieren.
Das weiß ich nicht. So, wir sind schon wieder voll. Voll, voll, voll. Voll. Auch fast voll. Unglaublich. Gut. Jetzt habe ich die da alle weggeschafft. Eigentlich, um dort was zu machen. Da sollte, na der Herbalist sollte nicht hin, aber da sollte eigentlich der Woodcutter hin. So. Das heißt, der Herbalist ist fertig. So. Dann kann der nämlich hier weg. Wir könnten dem auch mal Priorität sollte das bekommen. Und das bekommen. So. Wir haben keinen Fischer mehr. Unser letzter Fischer ist gestorben. Schauen wir mal. Jetzt rennen die wieder hier alle. Rennen die wieder alle hier zum Herbalist. Da war der hier drüben ja noch dicht dabei. Wie kriegt man es hin, dass sie nicht alle zum Herbalist rennen? Auf jeden Fall. Naja. Ist halt, wenn sie in den Lagern wahrscheinlich nichts finden, dann müssen sie da oben zu einem der beiden Lager. Was ist denn low? Of Logs. Okay. Foresters, 4 von 8. Firewood ist low. Cool, aber das ist abgerissen, sehe ich gerade. Das heißt, ich kann hier noch einen Woodcutter hinmachen. Das performt wirklich alles ziemlich gut. Sehr schön, das ist auch fertig, der Storage Barn. Es tangiert jetzt alles das hier nicht so wirklich. Das ist richtig gut. Mhm. I like. Off Logs is low. Mhm. Wir haben viel gebaut, wir haben wenig Förster. Eigentlich müssten wir jetzt auch Förster bisschen mehr gehen. Ich weiß auch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Ich kann jetzt mehr und mehr Farmer rausziehen, weil unsere Nahrungssituation ist gerade so gut, dass wir damit gut leben können, wenn das nicht alles hier besetzt ist gerade. Ui. Fahren wir ein bisschen Unterkapazität. Das ist ganz gut. So, umgebaut. Zwei Woodcutter hier. Das ist auch wichtig, dass die dicht dabei sind. So. Wie viel schafft einer? Und einer schafft um die 600. Wenn er Loks hat. Und Loks ist gerade eine Ressource, die wir gerade nicht so haben. Also könnte ich einfach mal Bäume fällen gehen. Die Frage ist nur, wo wir das tun. Im Süden könnten wir das mal machen. Hinter den Feldern. An den Wäldern.
vielleicht noch ein Storage Bahn ersetzen. Wie sieht es hier aus? Schule hat nur noch 3 Studenten. Auch schon wieder relativ alt. Ja. Die Bauern schaffen es einfach nicht mehr hinterher, aber mein Gott, so ein Nahrungsüberschuss, wie wir haben. So, und dann können wir das erhöhen auf 500. Ansonsten reißen wir echt hier am Feld weg. Vielleicht sogar das hier, weil wir müssten ja jetzt langsam mal ein Market hinsetzen. Und der würde schon relativ viel von unseren Einwohnern erreichen. Also trotzdem uns die Hälfte der Ernte erfriert, ja? Haben wir immer noch so viel. Das ist krass. Das ist krass. Ja. So, Holz. Jetzt können wir hier nochmal Resources machen. So, alles wegräumen da unten bitte. Weil dann geben wir das Feld auf. Schon wieder voll, ey. So. Und dafür bauen wir uns dorthin einen Market. Passt jetzt hier nicht so wirklich rein, ne? Ah, gut, ist symmetrisch. So. Ja, machen wir so. Und machen dann so. Reicht halt auch nicht für ein Haus oder so, die restliche Fläche. Mir ist der Blacksmith weggestorben. Ey, ist alles voll? Alter. Wie effektiv sind die denn alle? Hier fast noch ein Feld weghauen und die Felder ein bisschen außerhalb legen. Das hier mit dem Markt. Naja, gut, kann man hier eine Zweierstraße draus machen, dass ich das hier erweitern will. Das hier. Auf jeden Fall muss ich da ja dann auch einen Vendor. Nur 2-3 Vendors einstellen, weil diese holen aus den Lagerhäusern die Nahrung und was auch immer hier ran und dann werden die hier auf dem Markt halt gehandelt. Deswegen ist das wichtig, dass das so zentral liegt. Und ja, das hier. Na, mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Vielleicht ziehe ich die Felder einfach nur eins nach unten im Winter oder so. Thank you.